Kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der ein Verhältnis mit einer Wolke hatte? Ja, nur in der griechischen Mythologie finden wir diese Wunder. Ixion war ein menschlicher König, der zu einem Festmahl auf dem Olymp eingeladen wurde, wo er sich in die Schönheit von Hera, der Frau des Zeus, verliebte und ihr anzügliche Anträge machte. Zeus erschuf deshalb eine Wolke, die der Göttin Hera ähnelte. Der Mann zögerte nicht und schnappte sich die Wolke. Aus dieser Verbindung entstanden die Zentauren, Wesen, halb Mensch und halb Pferd. Ixion prahlte vor seinen Freunden damit, dass er ein Verhältnis mit der Göttin Hera hatte. Zeus akzeptierte nicht, dass Ixion diese Geschichte erzählte, und deshalb erhielt dieser eine der schlimmsten Strafen der griechischen Mythologie.